Falls irgendwer einen Mazda-Autoschlüssel findet, der wird mir kennen. Ich wäre einmal in meinem späteren Leben, wäre ich einmal so Mikrofonhalter. Jedes Bild steht für einen Teil von unserer Mitternachtseinlage. Die Luftballone oben, die haben wir mit der Hand aufgehängt, haben nicht einmal eine Hebebühne gebraucht, das war echt super. Ich kann relativ hoch springen, deswegen. Ja, das ist zack gegangen. Und ich bin Farmer, wie man sieht, verdient man so halt einen Unterhalt. Ist das ein Normaljob nach der Hackmatura? Natürlich, was anderes geht ja nicht, oder? Das ist eins von den schwersten Jobs da. Die Servietten herzutun und das Besteck. Da sieht man nicht, wie groß das ist da. Und mir kommt jetzt so von außen her die Stimmung recht gut vor im Ballkomitee, wie damals bei uns auch. Sie sind definitiv besser im Zeitplan als wir letztes Jahr. Wir haben sicher länger gebraucht und wir haben auch nicht so frisch ausgeschaut am Tag vor dem Ball. Dolomitenstadt sagt, dass der Hackball der größte Ball in Osttirol ist. Ja, logisch. Ja, das größte Event Österreichs. Ja, HLW HTL hat eine gute Symbiose geschaffen, aber trotzdem glaube ich nur, dass der Hackball schon noch führt. Ja, der Hackball hat einfach die letzten Jahre so einen extremen Ruf aufgebaut. Also, die muss einmal zu alle Danke sagen. Also, jetzt nicht leicht Ballkomitee, die ganzen Klassen, weil jetzt ist zum Beispiel schon 16:30 und das ist echt noch eigentlich der Christenteil da. Und ich glaube, das wollen nicht alle Jahre so. Das zeigt die Klassengemeinschaft, oder? Das zeigt von Jahrgangsgemeinschaft. Ja, wie man sieht, bin ich der Elvis Presley. Heute haben wir die Generalprobe. Steigt auf die Tische für! Die Rede ist die Abschlussrede und die Übi, damit ihr nicht immer das Gleiche sagt, sondern ein bisschen Abwechslung einbringt. Jubelt für! Einen kräftigen Applaus für! Rebecca. Die Stimmung im Raum ist ziemlich angespannt. Aber wenn man dann auf die Luftballone und auf die Disco-Kugel schaut und sieht, wie toll unser Deko gelungen ist, glaube ich, wird die Nervosität ein bisschen weniger und die Vorfreude ein bisschen größer. Ich habe selber beim Borgball hinter der Decke gearbeitet und ich arbeite auch wieder beim HTL-HLW-Ball hinter der Decke. Und bei unserem Ball darf man auch ein paar vom Borgball zum Arbeiten begrüßen. Und wir werden nur volle Gas geben beim Arbeiten, weil sie auch voll gut gearbeitet haben. Oder? Das finde ich beim Ball wirklich cool. Die Würfel sind wahnsinnig cool. Ich weiß nicht, wessen Idee das war, aber das gefällt mir. Eyes and tell me the truth. Cause I just need to ask you. Also, ich habe gerade Personal umakommandiert. Der Hackball ist in Lienz einfach immer einer von den besten Bällen. Sehr gut besucht immer. Wie Sie sich sicher schon denken können, da das Thema Hack Vegas lautet, ist das Ballthema durch ein Glücksspiel in der Klasse entstanden. Status ist gut, wir sind. Nein, ich bin nicht nervös, du. Du schon ein bisschen. Aber ich glaube, wir machen das jetzt ganz gut. Wir haben zuerst ein paar Komplikationen gehabt, ja? Aber heute sind kann es gut. Richtiges Sand ist nicht hin. Affi! Sporer winken! Willi winken! Das ist Ihr Cousin. Mein Cousin. Betriebswirtschaft. Und Rechnungswesen. Arbeitsteilung. Genau. Teamwork. Und soziale Kompetenz. Genau. Also die Bilder, was man da hinten sieht, das sind alles ermöglicht worden durch unseren Herr Professor Geiler, durch den Plotter, den was wir in der Schule haben. 3000 Balloons aufgebaut.
Geblowt, ja. Die haben die ganzen T-Shirts dekoriert, die Bühne aufgebaut, also da war echt mega viel zu machen. Alleine. Nein, nur gemeinsam sind wir stark. Ja, genau. Ja. Alles im Team. Team. Im Team, aber nicht im Team. Im Team, so. Genau. Da machen wir das. Down to my knees, I'm fighting for you, cause I still believe the silence is old, I need something new. Okay, es sind nicht mehr viele Minuten zur Mitternachtsanlage. Wir sind alle extrem nervös und freuen uns da was drauf. Ja, also die Aufregung ist da, aber es wird legendär. Also wir haben schon seit Februar geprobt und es hat sich, glaube ich, echt rentiert. Das wird echt eine Mega-Show. Open your eyes, look up to the skies and see. Wir haben gerade nochmal durchgeübt mit meinem Partner. Und ich hoffe, dass es klappt. Ich meine, der Teil ist für mich natürlich am aufregendsten, aber hey, einmal im Leben und das werden wir schaffen. Wir haben jetzt über ein halbes Jahr nach Wien gebracht, eine geile Mitternachtsanlage zu machen. Und das sagt Thomas, für uns, für die Schule, für die Ines, für alle, gehen wir raus und trocken das Team. Gehen wir! Gehen wir! Es gibt noch ein Gas! Drag-Show am coolsten. Was schön, kurz ist gewohnt, ein bisschen freizügig. Ist schon okay. Es ist okay. Ich meine, Unterwäsche ist ja wie Bikini, oder? Wir haben wohl mehr als Unterwäsche. Sie haben es perfekt umgesetzt, so wie ich mir das gewünscht habe. Und was mir noch mehr bedeutet, ist, dass sie einen Spaß auf der Bühne gehabt haben. Und das hat man, glaube ich, gesehen. Es war ein gutes Gefühl, weil ich wusste, okay, jetzt ist bald vorbei. Allerdings habe ich dann bei der Aufregung ein paar Namen nicht mehr gewusst. Aber ich hoffe, das hat keiner gecheckt. Und sonst, ja, was soll's, ist auch egal. Es ist einfach schön, dass man sieht, dass die Leute schätzen, was man echt 7 bis 8 Monate lang geprobt haben, und das ist einfach schön, dass einem jemand das Gefühl gibt, dass man das auch geleistet hat. Seid gespannt, das nächste Kind beim Hackball. Ich hoffe, es wird wieder so geil und ich hoffe, es war geil. Danke! Hackball, schwimmen Sie im Lauf! Wer sind die Herzen? Alle Herzen hier nach oben! Ja, Mann, es war schon aufregend, muss ich sagen. Aber ich habe es über die Bühne gebracht. Mann, es war eine schwere Partie, muss ich sagen, aber ich habe die Menge zum Beben gebracht, hoffe ich halt. Ja, danke. Respekt an den Hackball-Liens 2019. Der Ball war echt super. Also ein großes Lob. Ja, es war echt eine gute Leistung. Besonders will ich nochmal sagen, dass der Alex echt eine super Leistung gemacht hat. Ja, also der Ball ist jetzt eigentlich vorbei. Jetzt schauen wir, dass wir die Leute rausbekommen. Und ich glaube, wir haben das Ganze gut über die Bühne gebracht. Ich glaube, das wird uns allen positiv und schön und gut in Erinnerung bleiben. Meine lieben Zuschauer, ich bin gerade gefragt worden, ob der Hackball Lienz der größte Ball in Lienz ist. Ich war im Ball relativ gut.
Borgball war ich nicht, was ich gehört habe, auch nicht so schlecht gewesen, aber man muss der Hack treu bleiben und sagen, Hack ist einfach einer der größten Bälle im ganzen Jahr. Und natürlich einer der besten Bälle. Und es hat sich heuer wieder bestätigt. Danke. Bam.